Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Odenwalder Lande. Ja, ihr seht's, ne? Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt Kredit auf. Ach nee, Kredit habe ich gesagt, ne? Das geht ja gar nicht. Das nützt nichts, wir müssen uns noch wieder Kohle leihen. Ach, echt, das ist zum Mäusemelken. So, okay. Hier, lass mal Kipper gucken. Feuer, ich fahr mich ja zu Tode. Was nehmen wir? Der ist gut, ne? Aber der ist für unseren Hof nicht so schön. Ich wollte dieses Wort nicht aussprechen. Ich glaube, wir nehmen den, wa? Gibt es hier noch einen anderen Vorbel? Komm, kaufen. Und wir müssen hier Dings noch kaufen, ne? Schwadalinski. Das nützt nichts. Aber damit wir nicht ganz so doof dastehen, kaufen wir direkt den. So. So viel zum Thema. Wir haben Geld. So, Abfahrt. Wir waren ja auch so schön aus den Schulen raus, ne? Mann! Geht ja gar nicht, ne? Geht ja gar nicht. Aber diesen Wagen, ich glaube, den behalten wir jetzt noch. Für Schweinefutter und so, falls wir das holen müssen. Oder? Ja. Sicher ist sicher eigentlich. Kannst du ja nie wissen, ne? Oh. Boah, was habe ich denn gegessen? Spaghetti Bolognese gab es bei uns heute. Sonntag, wo ich aufnehme, ne? Heute ist irgendwie wieder so ein Marathon-Tag, ne? Aber der Film macht es, wenn er hier zwei Folgen aufgenommen hat, Sonntag. Ein Tag in der Woche musst du haben, wo du sagst, so bis hierhin und dann... Ich werde zwar morgen bereuen, aber ab und zu muss man auch mal einen Tag Pause machen, ne? Einen Tag Pause machen ist gut, ne? Ab und zu muss man mal Pause machen, aber den Wagen, den behalten wir vorsichtshalber. Kannst nie wissen, ne? Wir müssten nämlich eigentlich nur ein bisschen Schweinefutter organisieren und Gras mähen. Aber wenn wir Gras mähen wollen, brauchen wir einen größeren Wagen. Eigentlich brauchen wir noch einen Trecker, aber ich glaube, ich habe den Deutz nicht aktiviert, ne? Von Gauböden. Ja, den wollen wir mal fahren, ne? Felix! Oh, der Kandidat hat 100 Gummipunkte, ne? Danke, lieber Verkehr. Danke. Könnt mich meine Füße lecken hier, da. Entschuldigung, ich muss gerade so. Weißt du, mein Kater pusht wieder überall hin. Guckst du danach, da bombt dich der Verkehr noch weg. Da musst du ab und zu mal 2 Sekunden innehalten. Weil er könnte ja aufs Klo gehen. Das habe ich gerade erst nochmal wieder sauber gemacht. Ey, da muss ich auf jeden Fall nochmal mit zum Tierarzt. Das wird teuer. Hier wird nämlich dann geröntgt. Da muss er da bleiben. Das ist so eine Mimose von Kater. Ich bin seine Bezugsperson, sonst darf den ja eh kaum einer anfassen. Meine Mama darf den mal anfassen, wenn sie Leckerli gibt.
bin falsch gefahren. Ja, sonst darf den so gut wie keiner anfassen. Und dann soll der da beim Tierarzt alleine bleiben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der Verkehr ist schon fast wieder in mich reingebrackelt, ne? Der kommt gleich aus. Ich hab die Schnauze voll. Kannst du ja vergessen so. Hoffentlich geht das jetzt mit unserem Dreschkasten, ne? Da habe ich nämlich gar nicht drüber nachgedacht. So, nichts passiert, alles in Ordnung. Ne, wir warten lieber eben. Wir können mich bestimmt zurückschieben, weil er sonst gleich am Rummeckern ist. Ich kann hier nicht drehen, du stehst im Weg. Ach Leute, manchmal ist das nicht einfach, ne? Rückwärtsgang rein. Du hast ja eine schöne Hupe. Nicht. Wer macht hier eigentlich immer die Scheibe zu? Ach, der hat ja gar keinen. Was? Ach, da hast du IC. Hast du dich ausgepuschert? Einen Gang reinmachen wäre auch vorteilhaft, ne? Vor allem Handbremse raus. So, alles für die Schweine hier. Oh, kannst du ja nicht so schleichen hier. Wir müssen Gas geben. Lies mal was abgemäht kriegen, bevor... gleich wieder rumholen. Ich möchte jetzt hier mal abgeladen werden. Deswegen müssen wir uns heute mal ein bisschen ranhalten. Wir müssen ja auch mal was schaffen. Toll, ey. Da können wir alle noch mal wenden, ne? Ich habe vergessen, die Deutz zu aktivieren. Sonst hätten wir den mal gut hier reinnehmen können, ne? Ausprobieren. Ah, vielleicht starte ich gleich nochmal neu. Ich hätte den sonst am Verholzer mit reingenommen, ne? Ah, hier noch ein Schlepper. Können wir uns gerade gar nicht leisten, ne? Ja, müssen wir halt mal ein bisschen schneller mähen. Kommt hier eh gehäckselt bei den Schweinen rein. Können die aber auch besser fressen, ne? Das sind so Kleinigkeiten, ne? Die werfen dich immer wieder zurück. Ich glaube, wir müssen echt den Düngerstreuer hinter den Yondai hängen. Wenn wir den mal frei haben. Nützt nichts, Leute. Nützt nichts. Wir müssen wie 50.000. Und waren sogar mehr wie 50.000. 75 oder so, ne? Müssen wir mit Düngen wieder reinholen. Mit Ernten schaffen wir das, glaube ich, nicht. Dafür habe ich zu großen Dreschkasten. Aber mit dem Yondai kannst du schon mal heizen, ne? Siehst du ja. Easy peasy. Das geht wohl. Wenn du dann auch alles mitnimmst. So, eben hier dran lang geschüsselt, ne? So läuft.
Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, Leute. Das wäre doch gelacht. Easy peasy, ne? Mal eben so zack, 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 zack. Mäß hat Gemüse eben ab. Gut, dass du mit dem, bei dem Yonder die Kupplung so fliegen lassen kannst, ne? Der ist ja echt Sahne dafür. Ziemlich wendig ist der auch. So, einmal noch, dann ist Schluss, haben wir die Wiese fertig. Ein Segen. Schupsi, wups. Türchen. Türchen? Türchen ist da. Geh mal auf, der. Mach auf. Ja, mach doch auf. Dass man immer erst schimpfen muss. Geht ja gar nicht. So, das bringen wir eben zu unserer Hütte. Die gehört uns ja, gehört zum Schweinehof, hat der Dirk gesagt. Da können wir auch die Hütte nutzen hier. Mit so einem Mähwerk hier reinstellen, weiß ich auch noch nicht, wo wir das hinstellen. Wahrscheinlich bis ganz hinten durch, wa? Oh, gar nicht eng hier. Oder unten Jonna rein. Hausfront ist auch noch da. Ja, wir kommen da gleich hin. Kein Ding. Wir haben Zeit. Ich glaube, das war keine gute Idee. Und das stellen wir hier nicht ab. Och nee, könnte ja auch mal was klappen, ne? Ganz ehrlich. Stellen wir das hier über den Nachbarn. Einfach vor der Tür. Oh. Einmal tief durchatmen. Danke. Ich stehe wieder ganz hinten, ne? So Abfahrt. Dann schleichen wir mal eben zum Dreschkasten, wa? Gar nicht so cool, ne? Da alle was stehen lassen. Oh, nicht so schicki feini. Ach ja. Oh, wir kommen wahrscheinlich nur auf Schwung hier. Ihr könnt ja die Reifen-Regeldruckanlage ansetzen, aber brauchst du auch nicht, ne? Na? Hast du lange gewartet? Schön. Ich auch. So, Leute. Ich sag aber jetzt erstmal danke
fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.